Moin Moin und herzlich willkommen zurück auf dem Moon und wir werden heute unsere Experimente machen und dann die Reise zurück nach Hause antreten mit Valentina und sie sicher zurückbringen. Also, als erstes könnt ihr natürlich in der Rakete allerlei Experimente machen, nämlich die wir angebaut haben. Wir haben einmal den mysteriösen Schleim, den wir hier beobachten. Es gibt 40 Wissenschaftspunkte, wenn wir es zurückbringen und jetzt seht ihr es mal. Würden wir das übertragen per Antenne, das geht natürlich, hätten wir nur 12 Wissenschaftspunkte, also nehmen wir das natürlich mit. Dann haben wir hier unseren Science Junior. Wir werden also den Frachtraum ansehen und da unsere Experimente beobachten. Das gibt 100 Wissenschaftspunkte. Auch hier wieder nur 35, wenn wir es zurück übertragen. Also nehmen wir das natürlich auch mit. Und wir haben noch unsere zwei kleinen Experimente. Das ist einmal die Temperatur und einmal die Druckdaten protokollieren. Das wird alles gespeichert erstmal und genauso gilt das auch für den Crewbericht, denn wir sind ja jetzt gelandet im Nordwestkrater übrigens noch und das Experiment werden wir natürlich tun, dies behalten. So, jetzt wollte ich euch einmal zeigen, was macht eigentlich dieses Ding. Dieses Ding kann jetzt, wenn ihr Rechtsklick drauf macht, alle sammeln, also alle gespeicherten Daten aus allen Experimenten, die ihr so habt, einsammeln. Die sind jetzt alle hier drin. Und die kann man jetzt an einem Punkt für uns relativ praktisch abholen nachher gleich und mit in die Kapsel nehmen. Dann müssen wir nicht alles einzeln einsammeln. Das war halt die Überlegung dahinter. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, ist jetzt hier drin gespeichert. Das kann natürlich interessant sein, wie gesagt, wenn ihr eine Rückkehrsonde oder sowas macht. So, wir nehmen jetzt die Valentina und gehen natürlich noch auf EVA. Wir können nämlich einen EVA-Bericht machen von dem Moonkrater und wenn ihr mit Leertaste loslasst und dann R drückt, könnt ihr mit dem Jetpack natürlich auch gemütlich zu Boden gleiten. Ihr könnt euch auch einfach fallen lassen. Das ist allerdings dann ein bisschen riskanter. So, da hinten scheint irgendwas zu sein, aber das kann eigentlich nur heißen, wir müssen hier nochmal mit einer Expedition herkommen und uns genauer angucken, was das da hinten ist. Scheint ein Steinbogen zu sein. Kleiner Teaser, ist glaube ich auch nochmal ein eigenes Biom. So, und was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall folgende Dinge noch erledigen. Also wir haben ja hier ein paar Auftragsparameter schon erfüllt. Wir sollen den Moon erkunden, also landen. Das haben wir hinbekommen. Wir haben auch noch die Oberfläche des Moon betreten. Oh, und wir haben einen Felsbogen auf dem Moon entdeckt. Also tatsächlich gab es dafür auch schon Punkte, weil wir so nah dran gelandet sind. Coole Sache. Und wir haben noch ein paar Sachen übrig. Nämlich, wir sollen noch eine Flagge auf dem Moon aufstellen und das werden wir natürlich auf jeden Fall noch machen und dafür könnt ihr einen Rechtsklick auf euren Kerbel machen und sagen Flagge aufstellen und dann wird Valentina eine Missionsflagge auspacken, die ihr ausgesucht habt, also eure Missionsflagge. Und dann können wir sagen nahe dem Steinbogen auf dem Moon. Die erste Moonlandung von Valentina Körmel. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Ich habe jetzt das reingeschrieben. So, und man kann als Experiment natürlich auch noch eine... Wo ist er denn? Ach nein, wir können noch keine Bodenproben nehmen, ne? Weil wir... Und jetzt kommt der wichtige Part. Einmal zurück zum Weltraumzentrum müssen. Ich glaube, wir müssen dafür nämlich unser Wissenschaftszentrum upgraden. Das müssen wir eh bald machen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir uns das leisten können. Denn so Bodenproben bringen schon ein bisschen was. Also wir haben 1,4 Millionen mittlerweile. Und wenn ihr hier mal guckt, eine Verbesserung auf, kostet uns 451.000. Aber, da steht es dann auch schon, Körbel, Evas können Oberflächenproben nehmen. Und Ressourcentransfers sind verfügbar zwischen verschiedenen Tanks. Das werden wir später mal machen. Das kaufen wir uns jetzt auf jeden Fall, denn wir brauchen das für alle Forschungen über die 90 Punkte hinweg, so oder so. Und dann haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir nämlich noch die Bodenprobe mitnehmen können. Danke, Jean. Und wir können jetzt einfach direkt zu Valentina zurückspringen und können jetzt mit ihr die Bodenprobe nehmen. Ah, wichtiger Part. Gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Denn diese Bodenprobe ist auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Die gibt uns 120 Wissenschaftspunkte, wenn wir die zurückbringen. Das heißt, lasst euch die auf jeden Fall nicht entgehen, denn ihr müsst das Upgrade von R&D, also von dem Forschungszentrum, so oder so machen. So, Valentina ist schon langweilig, die fängt schon an zu tanzen. Das heißt, wir können uns hier nochmal umgucken. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Langeweile habt, einen Fußmarsch darüber machen. Ihr könnt auch versuchen, da mit dem Jetpack hinzufliegen oder
Ihr kommt einfach ein andermal vorbei und landet mit der Rakete etwas mehr in der Nähe davon. Deshalb habe ich auch die Fahne hier gelassen und so beschriftet, dass wir wissen, hier in der Nähe ist der Steinbogen. Vielleicht kommen wir irgendwann mal mit dem Buggy her und fahren einfach rüber. Gucken uns das mal an. So, jetzt werden wir unser Jetpack mit R wieder einschalten und müssen jetzt wieder hoch zu unserer Kapsel kommen. Wir haben ja noch keine Leitern. Das heißt, schön starten. Und ihr müsst in die Nähe der Tür kommen und mit F könnt ihr euch dann festhalten und dann, sobald ihr hängt, wie ihr es aus dem Weltall kennt, mit B wieder einsteigen. So, jetzt haben wir aber eine Sache vergessen. Ich muss nochmal loslassen. Genau, wir müssen nämlich einmal an diesen Container hier ran. Und wenn ihr mit denen mit Rechtsklick Daten nehmt, dann habt ihr all diese Daten in eurem Körbel gespeichert. Und dann gehen wir an die Tür ran. Wir wollen ja die Daten schließlich mit nach Hause bringen. Und das Ding da werden wir nicht mit nach Hause bringen. Also müssen wir die logischerweise rausnehmen. So, jetzt sicherheitshalber auch nochmal gucken. Eure ganzen gespeicherten Daten sollten hier dann in der Kapsel sein und nicht mehr hier unten drin. Wir haben jetzt hier noch ein Mystery Goo. Tja, einer zu viel. So, jetzt kommt der Part mit dem Rückflug. Wir werden jetzt uns relativ schnell von dem überflüssigen Gewicht trennen. Also, was wir machen, wenn wir starten, wir fliegen wieder in Richtung der 90 Grad erstmal in den Orbit. Wir gehen direkt auf so eine 40 bis 30 Grad Steigung, weil hier gibt es keine Atmosphäre. Wir können also in einem flachen Winkel hochgehen. Achtet halt darauf, wenn ihr jetzt startet, wenn da hinten sowas kommt wie eine Felswand, dass ihr nicht zu flach rausgeht. Und fliegt erstmal auf eine Apoapsis von so 20 Kilometern hoch. Was wir machen, ist dann sofort stagen, damit wir diese drei Dinger, die brauchen wir dann nicht mehr. Wir müssen ja nicht mehr landen, also brauchen wir auch keine Landebeine mehr, loswerden und damit verlieren wir natürlich viel Gewicht und dadurch kriegen wir mehr Delta V. Das heißt, ich drücke jetzt Z und stage und los geht's. Und wir haben jetzt 1000 Delta V, um nach Hause zu kommen. Und ihr seht, in die Richtung, in die ich fliege, ist nichts Schlimmes. Also kann ich schön flach gehen. Und fliege jetzt mit schönen Explosionen, die unseren Abflug ankündigen, erstmal in den Orbit zurück. Im Map-Modus könnt ihr das beobachten. Ihr seht, auf dem Moon kommt man sehr, sehr schnell auf 20 Kilometer Höhe. Und sobald ich die habe, mache ich auch aus. Denn hier gibt es keine Atmosphäre. Nichts hindert uns daran, jetzt in Richtung der Apoapsis zurück zu coasten. Und wir können dann ganz, ganz gemütlich auf der Apoapsis unsere Zirkularisierung unseres Orbits machen und dann müssen wir mal gucken, wie wir unseren Abflug hinbekommen. Es wird jetzt tatsächlich relativ knapp mit dem Treibstoff, also müssen wir mal schauen, wie wir das gleich hinkriegen. Bei sowas immer ganz ruhig bleiben, nicht panisch werden. Euren Kermits kann nichts passieren. Wenn ihr es mal nicht schafft, ja, dann ist das einfach nur eine gute Inspiration zu einer Rettungsmission. Das haben wir alle schon sehr oft gemacht. Auch dass Kermits beim ersten Mal zwar eine Mondlandung machen, aber da dann halt auch bleiben, ist nicht komplett ungewöhnlich, möchte ich hier mal erwähnt haben. Das ist den besten Kerbonauten schon passiert. Und deshalb nicht panisch werden, wenn sowas passiert, sondern guckt, dass ihr eure Kerbals dann irgendwo in einem gut erreichbaren Orbit parkt oder sowas und dann halt schaut, dass ihr eine Rettungsmission draus macht. Und wie das funktioniert, haben wir ja in der fünften Folge schon geübt beim Rendezvous und Rettungsmission. Und so funktioniert das eigentlich überall im Weltall und mit allen anderen Raumschiffen auch. So, relativ nah an der Apoapsis brennen wir dann nochmal Prograde komplett und machen damit dann einen Orbit aus der ganzen Geschichte. Das kostet uns jetzt nochmal ein paar Delta V, logischerweise. Und sobald da die ganze Geschichte flippt, machen wir aus. Dann haben wir noch 479 Delta V, um nach Hause zu kommen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen. Also auch hier gilt, wie bei unserem Mondorbit, den wir polar gemacht haben, entgegen der Drehrichtung bringt uns relativ effizient nach Hause. Das heißt, geht mal bei der entgegen der Drehrichtung auch schon mal so ein bisschen nach innen, ist es, meine ich. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr mit relativ wenig Aufwand, nee, es ist sogar nach außen, wartet. Ja, mit relativ wenig Aufwand relativ nah an Körben rankommt. So, also ich bin jetzt hier so leicht hinter der Drehrichtung. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Gas. Die Periapsis habe ich mit rechts angeklickt. Und ihr seht, meine Periapsis geht immer weiter runter und unser Ziel ist wie immer eine Periapsis von 25 Kilometer für einen sauberen Wiedereintritt. 30 ist auch nicht schlimm, 27 ist auch nicht schlimm. Und wenn ihr mal ganz fein steuern müsst, dann geht ihr einfach mit der Maus über so ein Ding rüber. Ach, wartet, wir wollen natürlich den Effekt sehen. Und wenn ihr jetzt ein Mausrad habt, ich gehe davon aus, dass heutzutage jeder ein Mausrad hat, bewegt das mal nur einen Klick und achtet, geht mal mit euren Äuglein jetzt, ich drehe gleich um einen Klick das Mausrad auf die Körbin-Periapsis. Eine minimalste Veränderung. Je schneller ihr das Mausrad dreht, umso schneller passiert was. Also für absolute Feinanpassung habt ihr das Mausrad. Das heißt, ich drehe mich jetzt mit dem Mausrad auf die 25 Kilometer.
weil ich es unglaublich exakt möchte. Oh, und schon versaut. 25,026. So, und jetzt seht ihr, das Ganze kostet uns 271 Delta V. Das heißt, wir haben noch fast doppelt so viel an Treibstoff da. Also alles gut. Wichtig ist hier, man kann das auch sehr viel anders machen. Und ihr könnt, also ich sag's euch, wie es ist, mit dem falschen Manöver könnt ihr mit 479 Delta V, also 479 Meter pro Sekunde Delta V im Moon Orbit stranden. Oder beziehungsweise dann wieder im Kerbin Orbit. Deshalb da einfach darauf achten, gegen die Umlaufrichtung des Moons leicht versetzt, könnt ihr dann Gas geben und damit eure Periapsis direkt in die Atmosphäre zurückdrücken und spart euch eine ganze Menge Treibstoff, weil ihr ab dem Punkt eben nichts mehr machen müsst. So, wir müssen jetzt aber mal zu unserem Manöver und dafür können wir jetzt wieder den ganz klassischen hier hinklicken, zum nächsten Manöver vorspulen und dann dreht Valentina nochmal eine Ehrenrunde über den Moon, die wir optisch auch genießen können. Guck mal, was für tolle Bilder sich daraus ergeben. Mit Kerbin im Hintergrund am Moon vorbei auf die jetzt im Moment dunkle Seite. Wir haben quasi eine Kerbin-Finsternis jetzt gerade auf dem Moon auch, weil die Sonne verdunkelt wird. Das ist natürlich für unseren Strom nicht so gut, aber da wir nicht viel Strom verbrauchen, wenn wir jetzt gerade nicht funken, ist das alles super. Und vielleicht ist die Kerbin-Finsternis sogar schon wieder vorbei, wenn wir auf der anderen Seite rauskommen. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ja, guck mal, die Kerbin-Finsternis ist gerade wieder zu Ende. Die Sonne taucht hinter Kerbin wieder auf. Böser Kerbin. Böser Kerbin. So, dann geht ihr wie gewohnt auf das Manöver. Wir haben eine Schubzeit von ungefähr 12 Sekunden, also das geht auch relativ flink. Und wir werden dann einfach ganz gemütlich die Rakete wieder zünden und kontrollieren danach auf jeden Fall, ob wir das richtig gemacht haben. Was jetzt ganz wichtig ist, achtet darauf, dass ihr nicht irgendwie nur auf 70, 60, 50 Kilometer Höhe in die Atmosphäre reingeht. Dann werdet ihr sehr oft durch die Atmosphäre gehen. Das ist meistens nicht gut für euren Hitzeschild. Oder es gibt die Variante, dass ihr sehr steil reingeht. Das ist dann meistens nicht gut für eure Kapsel, weil ihr halt irgendwann aufschlagt, wenn das zu steil wird. Das heißt, guckt schon, dass ihr irgendwo so zwischen 20 bis 30 Kilometer Höhe den Wiedereintritt fliegt. Dann habt ihr eigentlich ein ganz gutes Fenster, dass ihr gebremst werdet, dass euer Hitzeschild die Sache durchsteht und dass eben eure Kapsel auch nicht ungebremst auf dem Kerbin-Erdboden einschlägt. So, bei, ich sag mal, T-minus, oh, weiß ich nicht, hier 5, zack, Feuer frei. Geht's wieder vorwärts. Ihr seht, wir haben mittlerweile so viel Schub dahinter, dadurch, dass wir so leicht geworden sind, dass wir 2G Beschleunigung erzeugen in der Rakete. So, und was man machen kann, ist kurz vorher nochmal Schub rausnehmen, reingehen in den Map-Modus und nochmal ganz genau gucken, wo stehen wir jetzt gerade und vorsichtig den Schub auf die Höhe bringen, die wir eigentlich haben wollten. Also die Periapsis auf die Höhe bringen mit ganz, ganz wenig Schub, um einfach sicher zu gehen, dass wir uns hier nicht umbringen. Wie gesagt, das ist keine erhöhte Geisteswissenschaft. Wenn das jetzt irgendwie 27 Kilometer sind, dann sind das 27 Kilometer. Wenn es 25.602 sind, sind es 25.602. Der wichtige Part ist, wir kommen zurück nach Hause. Das ist das wirklich Wichtige daran. Und wir müssen uns jetzt eigentlich um nichts weiter Sorgen machen, außer zu gucken, dass wir diese Reise zurück antreten und nochmal dran denken, wenn wir jetzt, also in unserem Fall zumindest, von meinen Missionseinstellungen, die ich habe hier noch die Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Kerbin. Ja, das muss ich natürlich gleich noch machen, wenn wir einmal, und deshalb gehe ich jetzt im manuellen Zeitraffer darüber, wenn wir einmal wieder im Kerbin-Orbit sind, kann ich nämlich ganz, ganz simpel einen Crew-Report anstellen. Achso, dafür muss ich natürlich aus dem Zeitraffer raus. Zack. Crewbericht und den funke ich jetzt nach Hause und dann haben wir nämlich diese Mission erledigt, denn ich habe ja gerade Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum rund um Kerbin abgeliefert. Das heißt, wir sind nur noch, wir haben nur noch den TD-12 Entkoppler übrig, den wir nicht gemacht haben. Ja, und jetzt können wir eigentlich auf unserer Umlaufbahn auch wieder dieses Warp zu nutzen. Das macht es auch noch mal ein bisschen einfacher. Also hierher vorspulen und können dann kurz vor der ganzen Geschichte alles so weit abwerfen, dass wir einen sauberen Wiedereintritt fliegen können. Der Moon wird immer kleiner, im Gegenzug dazu wird Kerbin immer größer. Und ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht, dass wir werden hinterm, also hier ist das KSC, wir werden da irgendwo dahinter Wüste oder Wasser wahrscheinlich unseren Splashdown hinlegen. Aber auf jeden Fall sind wir gar nicht so weit davon entfernt. So, auch hier gilt wieder, dreht euch am besten, bevor ihr
das macht. Retrograd. Dann seid ihr mit der Kapsel schon mal richtig rum ausgerichtet. Guckt nochmal, dass euer Strom und so weiter auch aufgeladen ist. Aber es sieht alles gut aus und wir haben ja auch die Batterien und Solarpaneele an der Kapsel dran. Das heißt, da kann gar nichts passieren. Und jetzt ganz, ganz wichtig, bevor ihr das absprengt, guckt nochmal, dass ihr die Daten rausgenommen habt. Guckt auch, dass die hier nicht im Sammelbehälter drin sind, sondern guckt, dass mit Rechtsklick hier die gespeicherten Daten sind in eurer Kapsel. Sonst war das wissenschaftlich halt eine ziemliche Nullnummer, die ihr gefahren habt. Und ihr werdet nicht sehr viel davon haben. So, wir trennen uns jetzt schon mal von unserer ganzen Geschichte. Das könnt ihr hier mit Rechtsklick entkoppeln machen. Oder ihr staget halt einfach. Stagen habe ich euch, glaube ich, schon ziemlich oft gezeigt. Ich mache jetzt mal hier den Entkoppeln-Knopf, damit ihr seht, dass das genauso funktioniert. Und dann wartet ihr halt einfach wieder. Mit dem Zeitraffer könnt ihr das einfach machen. Denn der Zeitraffer beendet sich automatisch bei 70 Kilometern Höhe. Und geht jetzt nochmal auf die retrograde Ausrichtung. Und wie auch bei den anderen Kapseln, wo wir das gemacht haben, könnt ihr eigentlich bei so einer ganz einfachen Kapsel, die symmetrisch gebaut ist, wo nichts übersteht oder sonst irgendwie Drag erzeugt, einfach das SRS dann ausschalten und Valentina den Wiedereintritt genießen lassen. Ihr seht, die Hitzeeffekte gehen jetzt schon deutlich höher los, weil wir diesmal wirklich auch sehr schnell reinkommen. Diese Art von Wiedereintritt hat halt unsere Apoapsis auch nochmal sehr stark angehoben gehabt. Also wir waren sogar über der Moon-Umlaufbahn drüber mit der Apoapsis. Und die Dinge, die hier explodieren, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist so die ganzen Raumschiffreste, die wir gerade abgekoppelt haben. Die zerlegt es jetzt natürlich. Die sind für diese Temperaturen halt einfach nicht gemacht vom Wiedereintritt. Wir haben aber natürlich ein Hitzeschild und ihr seht, der lässt jetzt auch ordentlich Ablator liegen. Wird aber wahrscheinlich bei 120 oder 140 sogar stehen bleiben, weil wir einen relativ idealen Eintrittswinkel erwischt haben. Und ihr seht, jetzt sind wir auch in einer ziemlich harten Bremsphase. Die Gehbelastungen gehen jetzt auch drastisch nach oben. Also die werden so bei 3 bis 4 sich irgendwo einpendeln. Und unser Orbit bremst sich ein. Und ich denke, wir werden hier über diese Wüste noch drüber rasseln und wahrscheinlich in dieses Wasserbasson irgendwo reinfliegen. So, wie ihr seht, alles cool. Sieht gut aus. Wir sind bei etwas über 2000 Meter pro Sekunde. Also wir sind jetzt knapp unter Orbitgeschwindigkeit. Also jetzt geht es auf jeden Fall suborbital. Und ich glaube, wir fallen sogar noch in den Sand. Das wird, glaube ich, sogar noch Wüste knapp. Aber nicht zu weit vom Wasser entfernt. Leider Salzwasser. Aber ich hoffe, Kerbels mögen das. So, genau. Das ist aber, wie gesagt, für uns insgesamt kein großes Problem. Nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen, weil recovern können wir überall. Je näher wir am KSC landen, umso mehr Kohle kriegen wir zurück. Da wir aber nur sehr wenig Bauteile zurückgebracht haben und gerade an vielen Dingen leiden, aber nicht an Geldnot, sollte das überhaupt kein Problem sein, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen, sondern einfach nur eine ganz, ganz klassische, normale Landung, wie wir sie schon ein paar Mal gemacht haben. Ihr seht also, wenn man den Kurs richtig fliegt, kann man mit sehr wenig Treibstoff sehr weit kommen. Auch hier gilt beim Wiedereintritt natürlich das, was wir am Moon gemacht haben. Ich bin relativ sicher, dass meine Landung funktioniert. Deshalb habe ich jetzt kein F5 gedrückt. Ihr könnt immer, wenn ihr euch unsicher fühlt, einfach mit F5 ein Quicksave anlegen. Jetzt ist es ein bisschen spät dafür, aber sieht alles gut aus. Das Einzige, was ihr jetzt nicht vergessen dürft, ist, wenn die Fallschirme hier grau sind, solltet ihr sie natürlich irgendwann mal aufmachen. Wir haben noch ein bisschen Platz zum Boden. Wir sind noch auf 12 Kilometer Höhe. Ist also alles super. Und was ihr nicht tun solltet, ist jetzt einen Crew-Bericht, also einen EVA-Bericht machen. Sonst habt ihr nachher ein großes Problem. So, ich mache jetzt den Fallschirm schon mal in den Pre-Deploy. Das heißt, ich stage zweimal, denn ich habe ja einmal manuell entkoppelt. Da ist das Staging natürlich einfach leer gewesen an der Stelle. Unser Fallschirm ist auch schon vor deployed, vor, wie sagt man das auf Deutsch? Helft mir mit dem deutschen Wort. Vorausgeworfen. Ist auf jeden Fall noch nicht voll entfaltet. Und bremst uns aber auch trotzdem schon ein Stück weiter noch ab und gleich werden wir hier neben dem Berg, denke ich, eine relativ schöne Landung hinlegen. Der Fallschirm müsste auch jeden Moment in die volle Entfaltung rausgehen. Da bin ich recht zuversichtlich. So sieht's aus und jetzt kriegen wir noch mal eine starke Abbremsung kurz auf den 8G-Bereich hoch, aber alles super. Ja, und jetzt können wir einfach uns mit ein bisschen Zeitraffer den Kakteen nähern. Die da unten schon auf uns warten. Ich hoffe, wir fallen auf keinen drauf. Nein, sieht gut aus. Wir zerstören keine Natur. Wir sind auch locker unter den 7 Meter pro Sekunde drunter. Also auch die Landegeschwindigkeit sieht sehr, sehr gut aus. Und ich nehme jetzt nochmal für den letzten Moment den Zeitraffer raus. Und wir sitzen in der Wüste. Wir können jetzt, weil wir es mittlerweile eben können,
nochmal aussteigen und hier eine Oberflächenprobe nehmen. Die haben wir nämlich noch nicht genommen. Das sind immerhin 9 Wissenschaftspunkte. Und wir waren scheinbar auch noch nicht in Kerbins Wüste. Das sind auch nochmal 2,4. Also sind nochmal insgesamt gute 11. Fast 12 sogar. Dann steigen wir wieder ein und dann bergen wir unser Raumfahrzeug. Und damit haben wir unsere erste Mondmission verteilt über 3 Folgen relativ erfolgreich abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, was da noch so an Wissenschaftspunkten rumgekommen ist. Und das sind insgesamt 457 Wissenschaftspunkte, was uns auf 575 Punkte bringt. Wir haben natürlich ein bisschen was zurückbekommen, das ist aber wie gesagt nicht allzu viel. Und Valentina hat natürlich Erfahrungspunkte erhalten und dafür auch ihre erste Stufe. Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt in dieser Folge, weil wir noch einen kurzen Moment Zeit haben, der Rückflug hat ja jetzt so lange nicht gedauert, uns einfach auch mal angucken, was uns in der nächsten Mission erwartet und was wir dafür für Bauteile noch verbauen können oder erforschen können. Und zwar führt uns unsere nächste Reise in Richtung Minmus und dort können wir ebenfalls noch mal auf einem kleineren Mond landen, der ein bisschen weiter außerhalb liegt und dann den Mond auch noch erkunden. Und ebenfalls gibt es den Auftrag, und da gab es auch schon Rückfragen in den Kommentaren, bau doch mal eine Orbitalstation, also eine Raumstation. Und hier gibt es auch den Auftrag dafür, dass wir eine Orbitalstation bauen, die 5 Kerbals in der Umlaufbahn von Kerbin versorgen kann. Und da die Mission jetzt da ist und weil die Anfrage von euch kam, werde ich das auch mit ins Tutorial aufnehmen. Das heißt, ich nehme sie jetzt schon mal an und es wird dann definitiv auch Teil des Tutorials werden. Und wir werden uns angucken, wie genau das funktioniert. So, und jetzt schauen wir mal, was wir wissenschaftspunktemäßig so ausgeben können, um unsere Reise in Richtung Minmus und natürlich auch in Richtung Raumstation zu unterstützen. Also, es gibt so ein paar Sachen, das haben wir jetzt auch schon gemerkt, die Raketen werden langsam ein bisschen größer und es macht wahrscheinlich Sinn, dass wir uns auch mal größere Triebwerke und größere Booster besorgen, damit wir einfach uns einfacher damit tun, Raketen zu bauen. Der Punkt ist bei Kerbal Space Program folgender: Je mehr Bauteile eure Rakete hat, umso schwieriger wird es für euren Rechner, das alles ohne große Ruckler darzustellen. Das heißt, es macht ab einer gewissen Größe halt einfach Sinn, auch die großen Baugruppen zu haben. Man kann das immer auch mit vielen kleinen Sachen lösen, aber viele kleine Sachen belasten halt den Rechner sehr, machen die Sache sehr langsam. Deshalb nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal die großen Triebwerke mit. Die Antriebssysteme gibt es hier auch nochmal in klein. Das sind verschiedene kleine Tanks. Kann man auch nutzen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich von denen so super überzeugt bin und wir die jetzt gerade schon brauchen. Es führt uns aber später halt in die anderen Tanksysteme nochmal rein. Deshalb werden wir es früher oder später kaufen. Und ihr seht, hier ist jetzt auch der Sprung bei den Antriebssystemen oder generell bei der Forschung von 90 auf 160 Punkte. Da wird es also langsam ein bisschen teurer. Wir haben im Aerodynamikbereich noch verschiedene Dinge, Jettriebwerke. Genau, große Jettriebwerke, Luftansaugöffnungen und solche Geschichten und natürlich auch Cockpits. Da kann man was machen. Und Erforschung des Weltraums, hier wäre die Leiter gewesen. Und natürlich auch der Aufbewahrungsbehälter. Hier können 4 Kerbals drin wohnen. Den werden wir zusammen mit den Leitern und den Rädern, glaube ich, auch schon mal holen. Das führt uns nämlich in die Richtung, dass wir auch ein bisschen mehr bei der Erforschung anderer Monde machen können. Eben eine Leiter hoch und runter klettern zum Beispiel. So, und dann haben wir noch 365 Punkte. Die kann man jetzt in verschiedenste Dinge stecken. Letzten Endes kann ich hier nur sagen, es gibt kein richtig oder falsch, sondern ich gehe jetzt mit euch mal durch, was es alles gibt. Und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr für euch wollt. Ab hier wird es dann nämlich einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ihr könnt dem dann folgen, was ich kaufe, oder ihr könnt was anderes machen. Das ist letzten Endes euch überlassen. Es gibt die Technik für Schwerraketen. Hier gibt es dann mit dem Hauptsegel ein sehr starkes, großes Triebwerk. Mit der Zwillingssau ein Tank mit Triebwerk, auch nochmal etwas stärker. Der Gepard ist nicht ganz so stark. Zählt aber auch zu den eher effizienteren Triebwerken, ist also auch generell dafür gedacht, längere Flüge zu machen. Die Nussschale hat ein bisschen mehr Bums, ist aber auch okayisch effizient, also ist so relativ ausgeglichen. Während das Kodiak so ein bisschen, glaube ich, dem RD-107, RD-108 nachempfunden ist, ist also auch eher so in der Richtung Erststufentriebwerk zu verorten, hat eine sehr gute Effizienz auf nautischen Null. Könnt ihr also für den Start verwenden. Und wie gesagt, die Optik solltet ihr von russischen Raketen ganz gut kennen. Na,
dass ihr an, jetzt rast es doch bitte mal kurz ein, dass ihr an einem Raketenmotor quasi vier Verbrennungskammern dran habt. So, bei den Präzisionsantrieben, das sind so kleine Triebwerke, also die Schraube mit 13 Kilonewton, die Spinne mit 1,7 Kilonewton, das Puff mit 9,6 Kilonewton, das wird auch mit Monopropellant betrieben, also das ist dann definitiv auch schon mal eine ganz andere Sache. Ein kleines Sepatron, das ist ein winziges Feststofftriebwerk, mit dem ihr beim Abtrennen zum Beispiel Teile vom Raumschiff wegschieben könnt. Und kleinere Tanks, die ihr außen anbringen könnt, beziehungsweise Verniertriebwerke. Das sind Triebwerke, die als Steuerdüsen quasi große statische Triebwerke unterstützen. Können wir später mal drauf eingehen. So, bei den fortschrittlichen Treibstoffsystemen gibt es einfach andere Tanks, vor allen Dingen Adapter, etwas größere Tanks. Also das sind jetzt wirklich die ganz großen, die zum Beispiel für die Zwillingssau verwendet werden. Und es gibt vor allen Dingen auch die ersten Inline-Monopropellant-Tanks. Also das sind jetzt runde, bisher haben wir ja nur so Sachen, die man außen ranbauen kann. Die gibt es jetzt auch dann als Inline-Tanks. In der spezialisierten Konstruktion gibt es dann größere Fairings, also es wird jetzt alles halt langsam auch ein bisschen größer. Es gibt vor allen Dingen auch die etwas größeren Docking-Ports, das kann sehr interessant sein. Andere Bugnasen, Undockpunkte, Verteiler, also verschiedenste Bauteile. Das ist ganz nett, das ist eine Greifkralle, mit der kann man quasi im Weltall Dinge einfangen. Ich glaube, da werden wir auch eine Tutorial-Mission zu machen, vielleicht mal einen Asteroiden einfangen, aber das wird erst sehr viel später im Tutorial kommen. Im Überschallflug geht es dann in Richtung sehr, sehr gute Nachbrenner, Jettriebwerke, stromlinienförmige Cockpits, Ladeluken für Raumschiffe. Also da geht es dann langsam so in die Grundlagen von Flugzeugen, die später auch mal die Möglichkeit haben, zu Raumschiffen zu werden. Es gibt in der fortschrittlichen Aerodynamik auch Airbrakes, also das sind so ausklappbare Bremsen, mit denen man auch nochmal stärker in einer Atmosphäre bremsen kann. Vielleicht auch nicht ganz uninteressant für den Flug nach Duna. Größere Landebeine, größere Hitzeschilde, große Bremsfallschirme, große Fahrwerke für Flugzeuge. Hier nochmal interessant, die Fly-by-Wire-Avionikzentrale ist eine sehr schöne Sache, weil die eben alle Manöver freischaltet. Und ein großes Reaktionsrad und eben noch kleine RCS-Triebwerke, also so Kontrolltriebwerke. Hier ist relativ schön, in dem Bereich Kommandomodule gibt es dann große Kommandokapsel für drei Leute. Das ist eigentlich so die Grundlage für wirkliche Apollo-artige Missionen, also wo dann drei Körbonauten mitfliegen. Es gibt ein Kuppelmodul, das ist natürlich für Raumstationen super interessant. Es gibt eine Landebüchse, das ist genau das, wonach es sich anhört. Das ist halt quasi ein rundes Teil, in das man zwei Kerbals reinsetzt. Es gibt eine größere Wartungsbucht und es gibt das Moon-Exkursionsmodul. Das ist, glaube ich, nur aus der Making History Expansion und ist natürlich, sieht man auch sehr deutlich, dem Apollo-Modul nachempfunden. Bei der fortschrittlichen Erforschung kommen dann vor allen Dingen Leitern und eine relativ interessante Sache, das mobile Forschungslabor. Das wird langfristig relativ interessant, weil man damit sehr, sehr schöne Sachen erreichen kann und sehr viel Wissenschaftspunkte nochmal aus den gesammelten Proben extrahieren kann. Das zeige ich aber auch in einem weiteren Tutorial mal. In der Präzisionsingenieurkunst sind verschiedenste Bauteile und vor allen Dingen mal ein besserer Probe Core, eine gute Klappantenne und die erste große Relay-Antenne. Das ist auch relativ interessant, wenn ihr irgendwie Funkverbindungen in weiter entfernte Regionen relayen müsst, können Relay-Antennen quasi eine Funkverbindung empfangen und auch weitersenden auf der gleichen Antenne, sodass ihr da relativ viel von habt. Und hier gibt es dann die ersten ausklappbaren Solarpaneele, die auch sogenannte Ortungsgeschwindigkeiten haben, also sich der Sonne hinterherdrehen, und die ersten Temperaturregelungssysteme, damit eure Raumschiffe nicht überhitzen. So, wie gesagt, ist ein bisschen Geschmackssache, ist ein bisschen die Frage, wo man hin will. Ich persönlich, und das kann ich jetzt wirklich nur unterstreichen, dass das für mich persönlich gilt. Ich würde auf jeden Fall in Richtung dieses Forschungslabors gehen, weil die Leitern sind relativ wichtig für Missionen, wo ihr mal kein RCS habt, um wieder in das Raumschiff zu kommen. Und das Labor hilft euch sehr in Zukunft die immer höheren Wissenschaftsanforderungen. In der nächsten Kategorie gibt es schon 300, dann 550 und das wird nach hinten raus immer teurer, zu erfüllen. Das heißt, so ein Labor ist ein ganz elementarer Bestandteil meiner Meinung nach für eine Raumstation. Das heißt, das kaufe ich auf jeden Fall. Und jetzt lasst mich kurz überlegen, wo war es denn?
Spezialisierte Steuerung war es nicht. Dup. Wo habe ich es denn gehabt? Sternantriebe. Zack, zack, zack. Auch nicht, auch nicht. Wo haben wir denn gerade den Wohncontainer? Ne, den hatten wir hier vorne schon. Den haben wir schon gekauft. Super. Dann passt das ja alles. Dann wäre mein Bett wahrscheinlich erstmal in Richtung der etwas besseren Solarsysteme zu gehen, weil uns das halt die Möglichkeit gibt, dass die Dinger sich halt der Sonne hinterher drehen und wir vor allen Dingen auch mehr Strom erzeugen können, was für die Forschungsstation eine relativ interessante Grundlage sein wird. So, damit haben wir den Anfang gemacht und ich würde vorschlagen, wir werden in der nächsten Tutorial-Folge beginnen, uns mal mit dem Thema Raumstation zu beschäftigen, um eben die Forschungsgrundlagen zu schaffen im Orbit und danach in Richtung Mimus reisen. In diesem Sinne erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und weiter geht's dann mit der Raumstation. Mein Name ist Robert und tschüss.